Putin the finger in the Muschi. Es brennt überall, ja. 140. Ausgabe. 140. Ausgabe, sagt Martino. Das wusste ich die ganze Woche und ich habe an nichts anderes gedacht, außer an, was wir für ein Special wieder zum Staffelfinale machen. Ich habe mir den Kopf zermürbt. Ja. Wen können wir alles einladen? Wer hat alles angefragt? Thomas Gottschalk wollte kommen. Frau Merkel wollte kommen. Scholz wollte kommen. Frau Merkel wollte so viel die letzten 16 Jahre. Richtig. Und hat nichts umgesetzt. Egal. Wir haben uns gesagt, Leute, nein. Wir laden alle ein. Wir laden einfach alle ein bei Twitch. Genau. Ja. Perfekt. Ja, für den geneigten Spotify-Hörer könnte das eventuell etwas strange werden. Wir haben die Desktop-Audio leicht runtergedrosselt, sodass es euch nicht ganz so die Ohren wegplärrt. Aber es kann durchaus sein, dass die ein oder andere Einlösung hier in die Podcast-Erfahrung einsteigt. Wieso habe ich diesen Alert nicht gehört? Das hieß den ja, oder? Wir müssen an dieser Stelle Hochdeutsch reden, auch als Erklärung für die Spotify-Hörer. Das heißt, mein Akzent soll, mein Dialekt soll minimalst sein. Doch, Robin und ich, also kam gerade die Frage rein, ob ich nichts zu essen trinken bekomme. Robin und ich haben uns schon um 5 Uhr morgens heute getroffen und haben hier ausgiebig gefrühstückt, ja, mit Pizza und Sekt und sind, damit wir für euch nicht schmatzen und nicht rülpsen müssen. Schmatzen ist doch Teil der Erfahrung. An dieser Stelle sei jedoch gesagt, dass wir nicht zu 100% auf den Chat eingehen können. Das stimmt. Zumindest solange wir hier noch mannigfaltig Themen vor uns liegen haben. Aber noch einmal als Erklärung für den geneigten Podcast-Zuhörer ohne Bild, gerade eben live. Wir haben die ein oder andere Einlösung, die wir bekommen könnten, wie zum Beispiel einen Dialekt zu machen oder einen Akzent nur noch zu machen. Das wird dann wahrscheinlich Tino vielleicht nicht machen, weil der hat Angst, gecancelt zu werden, sofort, wenn er den Gottdamm macht. Und eventuell kommt auch die ein oder andere Emotionsschwankung hier in den Podcast also hinein. Also wie immer eigentlich, ja? Ja. Und fangen wir doch mal mit einer. Ich habe einen Downer am Anfang, einen richtigen Downer. Mhm. Kennst du Mirko Nonchef? Nein. Mirko Nonchef ist der Comedian der 90er Jahre. Oh ja, der. Ja, der war bei RTL Samstagnacht und so und hat auch bei LOL mitgemacht in der zweiten Staffel oder in der ersten. Das ist die liebste und beste Mensch, ne? Ja, der ist toll und der ist gestorben. Mit 52. Und bam, 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 bam. Der Mirko muss an den Grabstein flatschen. Den kennst du garantiert. Ich kann dir ja mal ein Bild von ihm zeigen. Also wer kennt nicht Mirko Nonchef? Das ist Imsen hier. Der war... Och, der ist so schön, der ist so schön. Der konnte viel mit seinem Mund so Geräusche machen. Oh ja, ja, so. Die Sprüche kämen alle mit dem Mund. Oh, da rein bis zu den Eiern. Das wird eine absolute Katastrophe. Sorry, Spotify-Zuhörer. Das ist gerade dein Dialekt, oder wie? Das ist ja bekommen. Das ist der Asi Toni, der liebste super und beste Mensch. Jedenfalls, Mirko Nonchef, einer meiner Kindheitshelden, ist gestorben. Bevor ich hierher gelaufen bin, habe ich das noch auf Facebook gesehen und dachte, fuck nein. Und es gab wohl Meldungen, dass er den Virus hatte und Live-Auftritte absagen musste. Und vielleicht war es Covid-19, woran er gestorben ist. Bitte, erzähl es nicht. Covid-19, das ist mir sowieso peinlich. Der nimmt den Virus mit. Der Mirko ist raffiniert, der nimmt den Virus mit. Ich kann mich kaum konzentrieren auf das, was du sagst, Alter, das ist ja unfassbar. Zum Glück ist das nur ein Special heute. Ja, viele kannten ihn nicht, auch gerade im Chat. Ja. Aber ich muss sagen, er war für mich ein Held. Ich habe ihn als Kind schon gefeiert, er war super lustig. Und da er noch bei LOL mitgemacht hat dieses Jahr, im Ach April so. Oder so, dachte ich, er sah fit aus, war noch genauso jung wie früher, hat sich kein bisschen gealtert und ist jetzt gestorben. Also ich bin richtig sad. Okay. Als Downer. Gut. Der ist zum zweiten Mal Vater geworden dieses Jahr, schreibt Piff, Paff, Puff. Uff, uff, uff. Ja, if, af, uff, sage ich an dieser Stelle. Ja. Ich kam aufgrund von Tinkos Werbung in der Oase. $3/Monat. Habe ich dich eigentlich so auf Dings jetzt repostet oder nicht? Weiß nee, ich, bei Instagram? Ich nicht. Noch nicht, ja, aber jetzt. Ja, habe ich vergessen. Jetzt kommt hat er wieder nur gesagt. Oh, jetzt habe ich so einen hässlichen Filter drüber geklatscht. Wer war denn so dein Kindheits-Lieblings-Comedian? Meiner war Mirko Lonchef und Wiegald Boning. Wer war denn dein Lieblings-Comedian? Katastrophe. Keine Ahnung.
Also Kindheit ist da vielleicht ein bisschen falsch, aber Olaf Schubert war so in der Zeit von 15 bis 18 oder sowas, in dem Zeitraum. Ja, das bei mir auch, stimmt. Kann man schon mal machen. Ansonsten Kindheit, Alter. Heinz Erhardt wird hier geschrien auf dem Publikum. Ja, als Robin noch jung war, ja. Ja, also, keine Ahnung. Ich habe auch mal einen Otto-Film geguckt, das war so lustig, ne? Da hat jemand eine ganz große Nase und da sagt Otto statt Vase, sagt der Nase. Das war als Kind lustig, ja? Ja. Waren Sie auf dem Gymnasium? Kindheitscomedian Cold Mirror wird hier eingeworfen. Naja, ja, hat man auch geschaut, so auf jeden Fall. Aber ja, Comedian. Cold Mirror war einer, auf die man sich einigen konnte. Wir mochten die alle auf der Schule bei uns. Ja, so richtig Stand-Up-Comedian, Alter. Keine Ahnung. Das war sie nicht, aber... Nee, es gab so einen Paul Panzer und so einen Scheiß, aber das fand ich damals schon echt nicht so geil. Ja, Paul Panzer war so mittelmäßig. Ich fand dieses Feuchtraumbeseitigung Muschi, fand ich lustig, was er gemacht hat. Da hat er so Telefonstreiche gemacht, so, ist hier Feuchtraumbeseitigung Muschi? Da hat er sich totgelacht, so dass die Muschi heißen und Feuchträume beseitigen. Ach, die gab es wirklich. So. Naja. Also der hat da angerufen, hat den Namen gesagt, hihihi und aufgelegt. Er hat übelst gelacht, hat sie halt weggeschmissen vor Lachen halt. Und das war halt so ein übelster viraler Hit. So irgendwie. Okay. Hat man sich per Bluetooth und Infrarot auf dem Schulhof geteilt. Ich fand als Kind Mario Barth lustig. Oh Gott, ich glaube, Herr Rodes muss ich schnell aus dem Chat auspflegen. Ich fand den nie lustig. Hab ich schon immer gefragt, was das für ein dummes Zeug da ist, was der labert. Meine Freunde. Und dann noch mit so einem komischen Dialekt, Alter. Wer hält das denn für witzig? Mittermeier, schreibt jemand. Ja, doch. Anfangs, als er anfing, doch, war er witzig. Anfangs, als er anfing. Dann gab es noch diesen... Kerkeling? Es gab noch diesen, der die ganze Zeit irgendwie so redet. Johann König, meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber das ist alles nicht so, keine Ahnung. Rüdiger Hoffmann? Ja, nee. Ja, nur erstmal... Ja, ich weiß ja, nicht, ob ja, es ist. Ja, genau, so. Und nach 5 Mal denkst du dir, halt dein Maul, Alter. Geht. Nur ist mal witzig. Und fällt dir auf, wir haben gerade nur Männer genannt. Ja, weil Frauen nicht witzig sind. Also ich muss sagen, ich finde Martina Hill sehr lustig zum Beispiel und Caroline Kebekus. Es gibt sehr viele lustige Frauen, aber sie sind nicht so in der Öffentlichkeit so präsent. Ja, Caroline Kallekus ist ja wohl übelst präsent. Ja, inzwischen, das stimmt. Jedenfalls, Mirko Nonchef ist gestorben. Ja, und jetzt haben wir bei dieser Non-News hier so lange Zeit verschwendet. Non-Chef-News? Ja. Non-Alive. Er ist kein Chef mehr, er ist Non-Chef. Ja. Der Mirko. Geil, das ist auf jeden Fall die Nachricht der Woche gewesen, nicht irgendwas anderes. Ist. Für mich persönlich ja, jetzt schon. Du hast sie bereits angesprochen, hier so ein politisches Oberhaupt hatte irgendwie so einen sexuellen Skandal diese Woche. Merkel hat irgendwie einen Zapfen gestreichelt oder sowas. Ach so, ja, das stimmt, nicht nur einen. 16 Jahre lang hat sie Zapfen gestreichelt und durfte, sie wurde aus dem Amt verabschiedet und durfte sich quasi 3 Musiken wünschen von der Bundeswehrkapelle, die sie spielen müssen vor ihr. Unfassbar, dass das die Nachricht der Woche ist, oder? Nach 16 Jahren Bundeskanzlerinschaft ist es schon krass. Also wenn das dann vorbei ist und Zapfenstreich ist, das ist schon eine große Nachricht. Ja, also nicht das, sondern der eine Song, der gewählt wurde. Oder hast du den Farbfilm vergessen? Ja, das wurde sowas von, also erstmal, welche Leute heißen denn Michael? Das ist ja übelst peinlich. Zweitens, ich kenn keinen. Warum ist denn das so eine fucking News gewesen? Oh mein Gott, sie hat sich einen Song gewünscht. Oh, ist ja übelster Punkrock. Oh. Naja, also der Skandal war deswegen so, weil das halt so ein DDR, so eine Satire war auf die DDR, so ein bisschen auf diese Spießbürgerlichkeit. Hat auch Nina Hagen gesagt, dass sie sich gewundert hat, dass sie diesen Song überhaupt genommen hatte. Und der Text ist ja auch nicht von Nina Hagen. Der hat den gar nicht geschrieben. Geklaut. Nee, das ist ja für sie geschrieben worden. Und der Texter war ein Sexualstraftäter, der wurde später verurteilt für das find ich wieder witzig. Kinder anfassen und hat sich dann im Gefängnis suizidiert. Und deswegen distanzieren sich viele von diesem Text und Song. Ach so, und hat er vielleicht gerade irgendwie Kinderporno aufgenommen und hat aber den Farbfilm vergessen und deswegen ist der halt nicht so geil geworden. So ist der Song entstanden, genau. Aber das Ding ist auch, dass das Lied wurde ja auch ohne Text gespielt. Sie haben ja nur die Melodie mit der Trompete gespielt. Das heißt, der Text war gar nicht zu hören. Ja, das hatte gar nichts mit dem Lied zu tun. Nee. Du musst jetzt was Neues bekommen. Schweizerisch, oder wie? CH? Schwarz rede ich doch gerne, das ist ganz leicht so zu reden. Hallo liebe Leute auf Spotify, ich hoffe ihr habt das gehört, weil wir hören diese Alerts irgendwie gerade nicht. Ich weiß nicht warum, aber ist doch egal, wir sehen es ja hier.
So, ich lache mich kaputt. Lanza-Songs ohne Text spielen ist gleich korrekt. Ach, witzig, witzig. Hat er recht. Wenn du Kanzler wärst, für 16 Jahre, deine drei, also Merkel hat sich gewünscht, dass den Farbfilm vergessen von Nina Hagen, dann es sollen für mich rote Rosen regnen von so einer Schlagerfrau und so ein Gottes. So ein Gottes, war das nicht irgendwie oder fröhlicher oder irgendwie, nee, warte, freudig, schöner Götterfunken. Ich glaube von MCM gesungen, dieses. Ja, Schneeflöckchen, Weißröckchen. Ja, nee, es war noch irgendwie ein Gotteslied, so Gott lieb mich, hab mich lieb, keine Ahnung. Das waren ihre Wünsche. Hat mich nicht überrascht. Was wären denn deine drei Lieder, die die Bundeswehr für dich spielen müsste? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe auf der einen Seite natürlich eventuell wichtige Antworten parat. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich wüsste nicht genau, also es wäre auf jeden Fall, ja, Cello sagt, es ist wunderschön, wie ich rede, aber rüber ging rüber, will nicht, dass ich weiter so rede. Und ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, ja, zu sagen, natürlich möchte ich ein Lied von The White Stripes haben, oder ich möchte ein Lied von vielleicht auch die Ärzte haben, zum Beispiel Madonna's Dickdarm. Witzig, witzig, ja. Ich dachte, das war ein Schrei nach Liebe. Also wenn ich ganz ernsthaft antworte, ja, würde ich Schrei nach Liebe von Ärzten nehmen, auf jeden Fall. Dann von Stefan Raab. Wäre ziemlich geil, muss man sagen, ja. Von Stefan Raab dann, ich liebe Deutsche Land. Also ist ja nicht von ihm, er hat er produziert. Ja. Ich liebe Deutsche Land. Ich lebe schwarz. Und Menopausefrauen. Ja. Das wären die drei Songs, die ich mir wünschen würde. Ja, also Schrei nach Liebe wäre schon richtig geil. Ja. Das würde richtig gut kommen. Das wäre es gewesen. Das wäre dann halt auch zu Recht halt irgendwie, oh, was hat Merkel sich denn da ausgesucht? Nicht fucking Farbfilm, irgendwie Pedonauen. Ich frage mich auch, was würde denn Bernd Höcke zum Beispiel sich wünschen als Zapfenstreich? Wahrscheinlich echt sowas wie die Nationalhymne, dann... Dreimal. Ja. Und ohne Punkt. Text, nur die letzte Strophe. Punkt, genau, genau, Punkt. Lanzer, wahrscheinlich nicht, die sind ihm wahrscheinlich noch zu Dings, Lanzer. I don't know. Jedenfalls, Merkel ist jetzt offiziell aus dem Amt, so, und ist auch nicht mehr, soweit ich weiß, auch nicht mehr kommissarisch tätig. Jetzt wird wohl der Scholz gewählt kommende Woche. Meinst du? Als Kandidatsbunzler. Ich dachte jetzt, nächste Woche ist dann Wahl. Dachte ich zumindest. Der wird gewählt, meinst du? Naja, davon jetzt auszugehen. Ich dachte, da kommt so kurzerhand bäuchlings gemeuchelt, kommt dann doch noch so ein, es ist alles so ein Criss-Cross daher oder so. Es ist theoretisch alles möglich, auch die Grünen könnten noch sagen, wir putschen und stellen hier den Habeck auf oder Philipp Amthor oder so. Ist alles möglich. Oh ja, Amthor, bitte, ganz schnell. Alles möglich. Politik ausgedribbelt. Ja, geile News einfach, guck mal. Ja. Merkel. Es gab eine Abschlussrede und so, jetzt hat sich bei den Bürgerinnen und Bürgern bedankt und dass es ihr eine Ehre war, Kanzlerin zu sein und jetzt war's das. Überleg dir mal, dass sie vielleicht in die Geschichte eingeht. Also auch für die nächsten Jahre ganz viele. Jetzt haben die Podcast-Leute nicht gehört, wie ich so eine geile Geste nach außen gemacht habe. Das haben die nur im Twitch gehört. Die Person, die am längsten im Amt war. War ja nicht so. Nicht? Kohl war länger. Laber. Nein. Doch. Ich denke, die war jetzt schon. War doch das Chat, bitte Faktencheck. Faktencheck. Das Ding, dass sie es gewesen... Gerade so nicht. Dass sie es gewesen wäre, hätten sie erst im Januar das gewählt. Aber ach sie haben, so. Genau. Merkel fehlen ein paar Tage. Ist die Pläte? Warum hat sie die nicht? Hätte die nicht noch ein paar Kranktage irgendwie da reinschieben können oder das so? Das war nicht ihre Wahl, genau. Also ich glaube, dass die Ampelkoalition nicht wollte. Die haben dann gesagt, wir machen jetzt direkt hier, zack, zack, schnell. Oh, ey, einmal die Partyampel auf grün schalten, ich bitte euch. Ich hätte es ihr auch gegönnt. Das Kohl, Alter. Helmut Kohl, der war auch 16 Jahre. Ja, ich weiß, aber ich dachte, die ist halt jetzt schon drüber gewesen. Ich wollte ja auch eine Punkband gründen, die heißt Helmut Kohl. Ah, die Band gibt's schon, leider. Echt? Ja. Ja, guck mal, wie unkreativ du bist. Leider. Helmut Kohl schlägt seine Frau. Wenn Merkel eine Biografie veröffentlicht über ihre Amtszeit, die werde ich lesen, garantiert. Weil ich will wissen, was die jetzt ohne Maulkorb in ihrem Amt, was die schreibt über Trump und Co. Es gab so ein Video, ich habe es tatsächlich auf einer Meme-Seite, ich glaube Allmann-Memes oder so habe ich es gesehen, was mache ich, wenn die Schule vorbei ist oder so. Und darunter ein Video von Merkel, aber ich glaube, das war ein aktuelles, wie sie sagt, ja, ich werde mich jetzt erstmal damit beschäftigen, was ich eigentlich mag. Genau. Weil da hatte ich in den letzten 16 Jahren keine Zeit zum drüber nachdenken. Da frage ich mich, okay, also gut, du bist jetzt hier von mir aus die super aktive Bundesmerkel, ja, die ganz viel immer macht so. Aber du musst doch dazwischen trotzdem mal irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Dann masturbiert jetzt, haben oder ja, Selbstbefriedigung macht mir schon Spaß. Oder ein Buch lesen. Die muss da irgendwas wissen.
Ja. Ja, super lustig bin ich, oder? Ich bin doch toll. Ja, du hast nichts Witziges gesagt. Ja, stell dir mal vor, dass Merkel so irgendwie beim G8-Gipfel war und so, und dann, wenn Putin spricht, geht so aufs Klo und macht das mal hier so. Das wäre so witzig, Alter. Stell dir das mal vor. Ja, tue ich ja Merkel, gerade. die sich einfach richtig fingert auf dem Klo. Wenn Putin, the finger in the Muschi. Du bist so Danke. witzig. Dann kommt sie zurück in den Plenarsaal und dann macht sie erstmal so, während Putin immer noch spricht. Ja, dann macht sie sich ein Hitlerbart hier so dran. In die Richtung. Ja, okay. Schauurbel, schön, dass du Ja, zugeschaut witzig. hast. Ja. Ah, ja, also ich kann mir vorstellen, dass man das tatsächlich doch nicht im Podcast hört, weil irgendwie, weiß ich nicht, die Desktop Audio ist ja an und ich habe es ja auch umgestellt, aber scheinbar sind nur die Alerts dann hier drauf, aber das Text-to-Speech irgendwie nicht. Also ja, irgendwie wurde eine Emotion eingelöst. Ich sag's euch einfach nicht im Podcast, die es jetzt nur hören. Ihr müsst das dann halt erraten, warum ich mich verhalte wie ein. Ja, aber auch ist witziger, das stimmt. Ich, Twitch ist auch Twitch stumm. ist stumm. Ja, wir haben es mit Alerts getestet. Alerts gehen, aber wir sehen es ja, ist egal. So. Merkel aus dem Amt, Mirko Lonchef ist Die sehen wir tot. nicht mehr, beide. Wie geht's weiter? Warte, Merkel wird jetzt die neue Freundin von KuchenTV und wird richtig nochmal bäuchlings gemeuchelt Vermöbelt, und ja. komplett zerwamst. Nee, ich dachte eben nicht, es war nur ein Fake von Kuchen. Richtig. Er kann nämlich Fake Oder weinen. is it? Das ist nämlich Schrödingers geschlagene Freundin, ist das. Sie ist geschlagen und gleichzeitig nicht geschlagen. Denn es gab ein neues Statement. Du hast ja auch schon gesagt im letzten Podcast, dass das alles so ein bisschen komisch wirkt, oder warst du das? Kann Wie sein, er da stimmt. rumheult. Viele Leute waren spätestens da überzeugt, als ein langer Rotzefaden aus seiner Nase lief. Und jetzt gab es ein neues Stuntman von Tim Held. Der Name ist nicht Programm. Er ist kein echter Tim, Ja. ja. Er ist kein Tim einfach. Genau. Und da meinte er, nee, das war alles nur ein Prank. Ich wollte meine Feinde hops nehmen. Er hat gesagt, dass er seine Freundin schlägt, um zu zeigen, dass die Leute, die ihn kritisieren, sich gar nicht dafür interessieren, ob der seine Freundin schlägt. Ja, What? Es ist das einfach. ist umgekehrte Psychologie, weißt du? Das ist so Ja. völlig rotierende Psychologie, dass keiner mehr weiß, was eigentlich los ist. Das ist die neue Energiequelle, die wir anzapfen können. Der wollte nur mal triggern. Ja, also ich habe auch in den Kommentaren oft gesehen, dass es. Also viele haben halt gesagt, dass es jetzt Dezember ist. Ja. Echt? Ist schon krass. Das waren richtig kluge Menschen in den Kommentaren. 4,3D Schach. Ja. Und nee, im Dezember sind die Werbeeinnahmen höher, weißt Und du? im Und dann Januar dann tiefer, so ein ne? guter Beef und so, das Mhm. feuert das alles an. Deswegen mache ich ja auch gerade noch Sarah Forts Adventskalender, weil Ah. einfach, boah, Alter, wie die Klicks da reinballern. Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Du hast den Adventskalender Ich nicht bin gesehen. bei YouTube nicht so aktiv Alter, gerade. Tino, im letzten Video bist du zu sehen. Ein Weihnachtskonzert habe ich gespielt mit dir. Hast du wieder vergessen? Weiß ich gar nicht mehr, ja. Ja. So, und Reinschauen, Leute. ist so. Und da hat sich der 140er IQ, ich bin hochbegabt, Tim, gedacht, ja, jetzt mache ich mal einen richtig cleveren Move. Und ja, es ist alles von hinten bis vorne weird. Ich war. Ganz am Ende sagt er auch, wir werden jetzt dazu nichts mehr sagen. Entweder ich habe sie geschlagen, dann schadet das unserer Beziehung, oder sie hat gelogen, dann schadet das, nee, nicht unserer Beziehung, sondern ja, falls es leckt, die Aufnahme ist trotzdem da, Das aber ja. heißt Lecklock und nicht Leckloch. Leckloch. Ja, wird schon gleich weggehen. Also, es schadet halt, ich weiß nicht, ob er hat nicht mal gesagt unserer Beziehung, sondern irgendwie, es schadet, weiß ich nicht, unserem Standing, irgendwie sowas halt, na, der, in der Familie, ich glaube, das war das Wort. In der Die Öffentlichkeit ganze schadet es der Familie. Heldfamilie. Ja, und das ist halt alles dumm, weil im Endeffekt sagt er, pass mal auf, also ich vereinfache das jetzt mal. Entweder habe ich sie umgebracht, dann schadet das unserer Familie, oder sie hat mich umgebracht, dann schadet das unserer Familie. Also da ist keine Option dabei, Naja. die halt die irgendwie gut dastehen lässt. Vor Und allem von daher ist es kannst du ihm richtig auch dumm. nichts mehr glauben, wenn er irgendwas erzählt. Also ich finde, das macht so ein bisschen dieses, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Das ist dann so ein Ja. bisschen, du guckst dir KuchenTV an.
dass er irgendwas erzählt und dann denkst, musst du jedes Mal denken, ja, ist es jetzt ein Fake oder ist es kein Fake? Also ich glaube, das ist alles großer Quatsch und ich gucke den eh nicht gerne, ich mag den nicht gerne und es ist mir eh egal. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also YouTube Deutschland ist am Rotieren gewesen. Ich sag's, wie es ist. Und ja, also sorry an alle, die das jetzt hier gerade lecklochmäßig nicht mitbekommen. Aber wir müssen jetzt einfach hier normal weitermachen, weil die Podcast-Aufnahme läuft ja trotzdem. Wir sind professionell. Vielleicht kommt es ja einfach gleich wieder. Ja. Ich sehe da die Prozentzahl hochsteigen, das ist schon mal nicht so gut. Verbindung wird wieder hergestellt, schauen wir doch mal. Ein rotes Ausrufezeichen. Ja, das Wichtigste ist, dass die Aufnahme läuft. Gut. Hauptsache Alessio geht's gut. Richtig. Ja, also Tino, was sagen wir dazu? Frauen schlagen ist halt immer noch geil, oder? Wenn es gewollt ist, auf jeden Fall. Vielleicht hat sie auch gesagt, hier seine, wie heißt die, seine Freundin Chantal oder so? Mindestens, Gina heißt die. Gina, bitte schlag mich doch, dann ist es okay. Hm. Aber wenn sie gesagt hat, nein, nicht wieder ins Gesicht, dann macht man es nicht. Hm. So. Aber das, darüber mache ich mir gar keine Sorgen. Worum ich mir Sorgen mache, ist das RTL-Dschungelcamp. Ja? Das steht auf wackeligen Beinen. Nein! Ja, und wegen Corona. Brennt der Dschungel oder was? Noch nicht, würde wieder hören. Nee, also, weil wegen der Corona-Variante, Omikron, wie das heißt, das grast in der Gegend, wo dieses... Das grast im Dschungel, witzig. Wo die es filmen sollen und deswegen gibt es vielleicht gar kein Dschungelcamp im Januar. Das wäre ja der Super-GAU. Macht das noch Dirk Bach? Von oben aus, ja, vom Himmel. Ja, Tino, ignorier das. Es ist, wie es ist. Entweder es läuft wieder oder halt auch nicht. Ich bin kein Profi-Streamer. Ich kann das nicht wegdenken. Ich gucke einfach dich an. Ach, guck mal. Hier, jetzt macht's Internet wieder richtig spacken. Das ist auch an meinem Handy hier gerade am Deconnecten. Ah. Richtig dumm. Naja, es scheint schon zu Ende zu sein. 6 von 10. Ist so eine gute Quote. Ja, ist, wie es ist. Was auch eine gute Quote hatte, war eine Krankenhausmitarbeiterin. Die hat ein Video veröffentlicht, die arbeitet wohl irgendwie in irgendeinem, steht nicht da, irgendwie in der Klinik und hat ein wütendes Video gemacht zum Thema Corona und hat Fake News verbreitet und so. Während ihrer Arbeitszeit hat sie die Videos aufgenommen und ist jetzt von dem Krankenhaus entlassen worden. Geil. Für ihre Meinung. Finde ich ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite will auch das Krankenhaus irgendwie seinen Ruf bewahren und will halt nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da beschäftigen, die Corona-Pandemie nicht ernst nehmen. Und außerdem ist sie auch eher gekündigt worden aus dem Grund, weil sie eben in der Arbeitszeit sowas gemacht hat und ihre Kollegschaft genervt hat mit ihren Thesen. Das war wohl der Hauptgrund. Schwabler gonne Schwab? Oder wie sagt man? Oder gonne Schwabel, aber das klingt nicht ganz so griffig. Nee. Aber es gab schon immer so Sachen, dass halt auch so Neonazis und Reichsbürger wurden dann irgendwie geoutet bei ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Dann haben sie ihre Jobs verloren und so. Das habe ich immer ein bisschen zwiespältig gesehen. Auf der einen Seite, ja, okay, ist es lustig zu wissen, dass die Person ja ihre Meinung irgendwie verschleiert und es der Arbeitgeber nicht wissen soll und so und dann sie ihren Job verliert. Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen so Verfolgung und Hunting-mäßig, wenn man dann die Leute irgendwie aus ihren Jobs rauskegelt. Und ich glaube auch nicht, dass sie ihre Meinung ändern, wenn sie ihren Job verlieren aufgrund ihrer blöden Meinung. Die werden sich da noch richtig schön reinsteigern, wahrscheinlich eher. Ja, erst recht, genau. Ja, ist alles dumm. Langsam wünsche ich mir auch einfach, das wäre vorbei, aber es wird ja nicht einfach so vorbei sein. Es war ja auch schon vor Corona so, dass diese Menschen, die dachten, dass unser Land eine GbR ist oder eine GmbH ist, das gab es ja auch vorher schon, die haben auch ihre Jobs verloren teilweise, deswegen, was ich nachvollziehen kann, also wäre ich jetzt Chef einer größeren oder kleineren Firma. Non-Chef. Und ich, genau, wäre ich nicht Non-Chef, aber wäre ich ein Chef. Hm. Ich hätte einen Arbeiter, der irgendwie daran glaubt, dass das alles ein großer Fake ist und dass es Ex-Menschen gibt, würde ich auch nicht wollen, dass er bei mir beschäftigt ist. Einfach, weil ich halt ein Unternehmen haben will, was coole Leute hat und nicht mehr bezahlen muss. Mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. So wird es nämlich sein. Und ja, ist richtig. Das ist meine Meinung. Konsequenzen und so. Was auch Konsequenzen hat, wenn wir gerade von Corona sprechen, wenn ProSieben verliert gegen Joko und Klaas, dann ist nämlich die Konsequenz, es gibt ein neues 15-Minuten-Special. Mhm. Aber, und das hatten wir das letzte Mal schon gesagt, dieses Geschwaller immer so, oh, hier, spontan und so, hoch, wir haben gestern gewonnen, deswegen, also ich kenne diese Show nicht, wenn die gegen ProSieben
Oder wie heißt das? ProSieben gegen die Welt? Oder wie heißt das? Joko und Klaas gegen die Welt oder so. Nee, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Sendung. Aber das ist... Keine Ahnung. Also ich Joko und Klaas gegen ProSieben heißt es bestimmt. Kann sein. Ja. Und da können die ja irgendwie gewinnen, ja. Aber es ist ja trotzdem klar, dass das geplant ist. Und nicht, oh, wir haben gestern gewonnen, jetzt machen wir ganz schnell spontan ein Video. Hm. Und deswegen, ich finde das so unnötig, dass man das so aufziehen muss. Ich glaub, also warum kann man nicht einfach sagen, hey, wir haben gestern gewonnen, deswegen dürfen wir heute den Beitrag senden, den wir die letzten Monate erstellt haben. Mhm. Aber so wird es halt nicht kommuniziert und das finde ich richtig dumm. Und hier haben sie sich nämlich diesmal selbst in die Scheiße geritten. Ja, es ist nämlich eine Sendung, wir müssen über Corona reden, 15 Minuten. Und die erste Dame, die sich da hinsetzt, das ist eine Long-Covid-Patientin. Und die sagt... Lange Zeit habe ich auch nicht gedacht, dass ich es schaffe, hier hinzukommen. Hm. Und da ist ja auch offensichtlich, dass das Ding jetzt hier schon ewig in der Mache ist. Hm. So. Und das ist scheiße. Ich denke, ich mag das nicht. Ich habe auch nicht dran geglaubt, dass das alles so spontan ist, was sie da machen. Ich glaube schon irgendwie, dass sie das sich erarbeiten müssen, dass das Showende offen ist. Und wenn sie gewinnen, dürfen sie es ausstrahlen. Aber es ist auf keinen Fall irgendwie... spontan gemacht. Das es geht gar nicht. Also auch als diese MeToo-Ausstellung gab mit den Dickpics und so, das war ja auch sehr krass vorbereitet so. Und erst dachte ich, vielleicht haben sie es schon geplant und erst dann umgesetzt, als es durften. Und es wurde halt schon vorproduziert. Hm. Und es klang jetzt mit Olaf Scholz relativ, es klang schon spontan, weißt du, weil es gerade sehr aktuell war. Das kann schon sein. Ja, also das, was sie tatsächlich sagen, kann ja spontan sein, aber trotzdem einen Termin mit dem Olaf Scholz machen und so eine Long-Covid ranholen und auch diesen Arzt und so, das haben wir jetzt für die Leute noch gar nicht erklärt. Das ist ja der große Twist dann, dass dann Olaf Scholz am Ende auch auf dem Stuhl sitzt. Mhm. Im Endeffekt sind da nur drei Leute, die jeweils so 5 Minuten reden. Olaf Scholz ist der Letzte und der setzt sich so richtig süß. Das Letzte auch. Der setzt sich so richtig süß auf den Stuhl, ruckt so hin und her, macht die Hände so hier, macht immer wieder irgendwie ganz anders und ganz am Ende macht er noch seine Füße so. Also er weiß gar nicht, wie er sitzen soll. Hallo Duffkind und danke dafür. Er war aufgeregt. Ja, also war er. Aber da sieht man einfach, ihm fehlt die Merkel-Raute. Ja. Weißt du, er hätte sich einfach so hingesetzt, zack. Ist halt klar, wie er sitzt. Ja, auch so machen können oder so. Oder so. Das ist immer so. Oder den Merkel-Finger hier, so macht er ja auch ganz oft. So hier. Kann ja auch irgendwie so, weiß ich nicht. Aber nein, stattdessen sitzt er da und hat beide Hände so auf einem Bein liegen. Ganz komisch. Ich hab's so. Wie so ein Pharao. Im Sarg, ja. Wie ein Pharao quasi. Ja. Da zeigst du deine Stellung, du bist ganz oben in der Pyramide und sitzt immer so da. Und du frierst nicht. Das stimmt. Ja, und ganz am Ende war es auch so, da war es erstmal zwischendrin, er hat am ehesten abgelesen, das hat man halt übelst hart gesehen und das fand ich auch irgendwie ein bisschen befremdlich. Und dann ganz am Ende ist sein Statement so vorbei und du siehst, okay, soll ich jetzt aufstehen? Macht so ein Zucken? Ah, okay, steh auf. Jetzt, richtig jetzt, gut. Jetzt, soll ich aufstehen? Jetzt. Er ist eben noch ein Anfänger, der Olaf. Ja. Gib ihm mal nochmal 16 Jahre, dann ist der auch auf der Höhe von Angie Merkel. Dann wünscht er spätestens. Sich auch Schrei nach Liebe. Vielleicht, wer weiß. Also ich gebe Olaf eine Chance, dem Scholz. Mal gucken, wie es wird. Ja, ansonsten, wie fandst du denn diese 15 Minuten? Ich habe es nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen. Ich habe mal einen Artikel gelesen darüber und ja, ich weiß, was da passiert. Ich weiß, dass es Long-Covid gibt. Ich habe es in der Familie. Ich weiß halt, dass man sich impfen lassen muss und dass die Inzidenzen kacke sind. Also das muss ich mir nicht angucken. Aber ich finde es gut, dass sie das mal so in die Zuschauerschaft bringen, die das vielleicht nicht von sich aus angucken. Mhm. Ich gehe auf YouTube und gucke mir manchmal bewusst Covid-19-Videos an und Interviews von Long-Covid-Patienten und aktuelle Interviews von Christian Drosten und Gekulé und so. Aber so ProSieben-ZuschauerInnen, die, weiß nicht, die machen das vielleicht nicht von sich aus und sind dann vielleicht, und die erwischt es dann mal im richtigen Moment, dass sie halt einschalten und sind dann zur besten Sendezeit halt so eine Aufforderung oder so ein Appell von Scholz und von echten Patientinnen und Patienten. Ich glaube allerdings, dass so, die richtigen Schwurbler, die sind, glaube ich, nicht damit abzuholen. Also das halte ich für schwierig. Ja, aber man darf aber nicht aufhören. Also ich finde, man sollte diese Wege trotzdem gehen in den Medien und auch in den etablierten Medien trotzdem weiterhin berichten darüber. Mhm. Weil wenn das aufhört, haben die ja gewonnen. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, wir berichten darüber nicht mehr, weil es sie eh nicht abholt, das führt auch zu nichts. Das holt sie erst recht nicht ab, wenn man es gar nicht mehr erwähnt. Ich meine, die sind ja so perfekt darin, irgendwie
Dinge abzuschmettern. Also da sitzt halt jetzt eine Person, die an Corona gelitten hat. Das heißt ja nicht, dass das allen so geht. Ich kenne ja hier den Harald auch vom Markt drüben, ne? Dem geht's ja gut. Und ja, die hat 2020 Corona gekriegt, da wussten wir ja noch gar nichts drüber. Die Ärzte hatten keinen Plan, die haben bestimmt gepfuscht und so. Das Ganze ja alles zurechtdrehen. Und das ist halt ein bisschen Pläde. Ja, es gibt auch jetzt diese Vergleiche, so die Zahlen letztes Jahr, die Zahlen heute. Heute sind sie viel höher und so weiter, trotz Impfungen und so. Aber ja, letztes Jahr gab es auch einen Lockdown im aktuellen Zeitraum. Und kein Delta und so weiter. Und kein Delta, genau. Es sind alles so, die nehmen sich immer so die ganz leichten Zahlen und hoffen, dass da keiner drauf kommt, dass man das hinterfragt. Aber es gibt verschiedene Varianten und es gibt vor allem auch viele Grauzonen dazwischen. Man muss alle Zahlen mit einberechnen. Also ich werde mal wütend, wenn die einfach nur irgendwelche Zahlen aufgreifen, die Querdenker, und dann denken, die hätten jetzt recht und hätten jetzt das große Rätsel gelöst. Aber die beachten dann nicht, dass es halt weiß ich nicht, dass sich die Gegebenheiten geändert haben. Neue Variante, wie gesagt, und es gab einen Lockdown letztes Jahr. Die Umstände haben sich geändert. Auch wegen der Impfpflicht. Ja, ich finde es auch dumm, dass die lange Zeit gesagt haben, dass es keine Impfpflicht geben wird. Ich wusste damals schon, das hätten sie nicht sagen sollen. Ich finde, die Politik lebt auch ein bisschen davon, Sachen offen zu halten. Dass man auch sagt, zum jetzigen Zeitpunkt beabsichtigen wir keine Impfpflicht. Jein. Also, ja, bei dem Thema ist es halt direkt was du halt, weißt du, wo du vielleicht für bist oder so, aber allgemein ist das doch das Ding, dass man immer sagt, der scheiß Politiker können keine Frage straight beantworten, sondern eiern immer rum. Und eventuell ist das halt, das finde ich auch nicht gut. Aber manchmal auch mit Recht, weil wenn du jetzt sowas versprichst wie keine Impfpflicht, wo man damals schon wusste, das kann man doch nicht einhalten oder nicht ernsthaft behaupten, dann verlieren die Leute ja erst recht den Glauben an die Regierung. Dann können sie nämlich die darauf festnageln auf sowas. Man muss als Politiker oder Politikerin so ein bisschen sagen, zum jetzigen Zeitpunkt beabsichtigen wir es nicht unter diesen Umständen. Das ist was anderes. Das kam jetzt an. Ja, es hat ein bisschen geil gedauert. Vor 2 Minuten steht er und es kam jetzt an. Also horny. Nee, das ist nicht horny, was? Da steht auch was mit horny. Emotionen ändern, horny von dummer Dion vor 4 Minuten. Ei. Das kam jetzt erst an. Ja. Ich habe nur das oberste gesehen. Ja. Hm. Also es ist in SW, was heißt denn das? 5 SW. Ich bin nie der SW ist Gelato. SW ist, ich glaube, gehoben. Ah. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das so genannt habe. Warum kommt jetzt der Franzose? Ist ja Italienisch. Also Gelato. Ich weiß ja nicht. Du musst also gehoben sprechen, horny und IT. Gelato. Katastrophe, halt. Es tut mir leid, dass das erst jetzt ankommt. Es ist alles Kacke, Mann. Also hier, vergiss es, unser Internet ist tot. Ich versuch's jetzt trotzdem so, aber ich kann gerne den Horny-Part übernehmen. Gelato, ich möchte eine Penisse von ihr die eine führen. Lass uns Ich möchte die Gelato mit der ganzen Waffel. Waffel. Lass uns von kurzen Dingen sprechen. Von der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz. Oh ja. Kurz. Das ist ja mein Nachbar, der Sebastian. Robbe ist einfach auf Tino horny, küssen und so. Ich bin durchaus in der Lage, mich gewählt zu artikulieren. It's me, Mario. Gott. Wir lassen quasi die Fanfiction Wirklichkeit werden. Ihr kommt halt fast nichts durch, Alter. Was geht mit diesem Internet ab, Mann? Reklamation, es lief halt echt einwandfrei und jetzt spackt hier nur rum. Ranzig, wir sind einfach ranzig. Wir können es nicht ändern, Robin. Das ist einfach unsere Klasse. Wir können klasse, nicht, wir können nicht klasse. Deine Lippen sind so klasse. Wir können nicht tun, als wären wir hier David Hein und Robin Blase. Wir sind halt nicht gemischtes Hack. Das sind wir halt, oder Fest und Flauschig. Ja, darum geht's halt ja nicht. Unser Podcast ist der beste Podcast aller Zeiten, aber das scheiße Internet ist nicht das beste Internet aller Zeiten. Wir sind faktisch... Deine Lippen sind die besten aller Zeiten. Danke. Mein Handy ist ausgegangen. Nee. Wir sind einfach inhaltlich der stärkste Podcast. Ja, inhaltlich. Tino fühlt sich geschmeichelt davon, dass Robin Horny auf ihn ist, aber ist unsicher. Wie in der Fanfiction, perfekt. Ich muss hier noch einmal gewählt artikuliert eine kleine Information in die Diskussion einfügen. Gott, Alter. Sebastian Kurz ist zurückgetreten. Ja. Der Kanzler von Österreich. Ist er das nicht schon länger jetzt? Und hat sich aus der Politik zurückgezogen. Ach komplett. So. Also er ist quasi jetzt völlig raus aus der Politik und
lässt sich gut gehen zu Hause. Mhm. Wenn er nicht verurteilt wird für seine ganzen Verbrechen. War das nicht sogar schon so, dass der Nächste angetreten ist und der jetzt auch schon wieder seinen Rücktritt anbietet? War das nicht ein Fake? Ich weiß es nicht. Ich habe es bei Imp in der Story gesehen oder bei dir, weiß ich gar nicht mehr. Bei irgendwem. Keine Ahnung. Nee, bei mir nicht. Ist nicht mein Stand. Also ich weiß nur, dass Österreich einen neuen Kanzler hat und dass es nicht Kurz ist. Und Kurz ist jetzt ein Privatmensch. Okay. Und kein Politiker mehr. Na gut. Wie finden wir das? Der hat nicht so schöne Lippen wie du. Oh, danke. Weiß ich gar nicht. Der ist bestimmt ein guter Küsser. Nein, wie stierreich. Ich muss immer nein, wie stier sagen, damit ich verstehe, wie ich so reden muss. Das ist immer schwer für mich. Ich muss das nachvollziehen, wie das redet. Der Severus Schmedei, der redet ja immer so, aber nicht wirklich. Da komme ich daher und versuche das nachzumachen und es klappt nicht so gut, aber ist egal. Ich habe noch eine Sache, der Woman ständig Association. Ja, das ist richtig geil. Die sind richtig schön. Die Frauen, die Tennis spielen, kennst du? Die spielen Tennis. Zum Beispiel, das sind die Frauen, die Tennis spielen, die sind richtig, wo Bretter sind, das ist richtig gut. Und die haben sich geweigert, in China anzutreten. Ne? Wegen der Politik und so? Wegen naja, wegen Peng Shuai, ne? Kennst du? Winnie Pooh, ja, kennst du. Nee, nicht Winnie Pooh, wegen der Peng Shuai, kennst du? Nee. Das ist eine Tennisspielerin aus China. Mhm. Und ich weiß nicht genau, was da dahinter steht. Die musste irgendwie zurückrudern. Die wurde... Ich dachte, Tennis und nicht rudern. Ja, jetzt machst du mal keinen Spaß. Das ist ein ernstes Thema. Ja. Die wurde sexuell genötigt oder sowas. Und dann musste jetzt zurückrudern und sagen, ja, ich habe das gewollt oder so. Das war das Letzte, was ich mir hier, bevor wir angefangen haben, noch rausgesucht habe. Weil das ist ein Ding, das muss ich einfach mal lobend erwähnen. Das ist in dieser Minute eins. Das muss ich einfach mal lobend erwähnen, weil meine Nachbarn, die Chinesen, die machen ja nicht so eine gute Sache. Ne? Du weißt ja, die sind manchmal nicht so nett. Ach so, wusste ich nicht. Ja, die machen nicht so gute Sachen. Und die Women's Tennis Association ist eine, die sich jetzt entschieden hat, einmal klare Kante zu zeigen und zu sagen, nein, wir treten nicht an. Mhm. Und das ist sehr, sehr gut, weil guck dir Disney Plus zum Beispiel, die zensieren gerade die Simpsons, ja, eine Folge, in der Tiananmen Square Massacre zum Thema gemacht wurde, die haben das zensiert, ja. Verstehe. Disney Plus und NBA alle, oder John Cena, wir hatten das alles hier, John Cena, wir hatten alles hier, ja, aber... Der, war das John Cena? Ich glaube, es war John Cena. Ja, hatten wir, ja, stimmt. Genau. Und die haben alle klein beigegeben und haben gesagt, oh, China, ja, wir lecken deine Eier. Aber der Women's Tennis Association, die sagt, nein, wir spielen hier nicht. Und jetzt kommt's. Das wird sie ein Drittel ihres Einkommens kosten. Ein Drittel. Ideale kosten halt Geld, ne? Also es ist halt, es ist teuer. Ja. Das ist halt wirklich eine heftige Situation, Tino. Das musst du auch mal nachvollziehen. Voll, voll. Also Tennis ist, alle ja. Drecks-Corporations der Welt sagen, China, nimm mich. Nimm mich. Ja? Und dann kommt die Women's Tennis Organization Association her und Women sagt... Women heißt es bestimmt, oder? Women, ja. Jetzt zieh's mal nicht ins Lächerliche. Dann kommen die daher... Und sagen, hey, übrigens ist ein Mann, der die anführt, ist witzig. Hm. Der Mann hat gesagt, nein, wir können nicht guten Gewissens hier in China jetzt spielen. Diese Weltmeisterschaft, Turnier oder was auch immer für eine Scheiße da gerade passiert, ausfechten. Wenn hier da gerade... Wir fechten jetzt schon wieder. Ach, Tino, jetzt, das ist eine ernste Angelegenheit. Und weißt du, da ist gerade eine chinesische Tennisspielerin, die leidet. Hm. Und wir lassen uns hier nicht von diesem Land unterdrücken. Schön, super. Ja. Tennis ist schon hier, das ist schon Tennis. Einmal klare Kante zeigen, da können sich auf jeden Fall Netflix, Disney Pluses und wie sie alle heißen, ganz Hollywood kann sich da eine scheiß Scheibe von abschneiden. Ist so, ja. Ist so. Wusste ich gar nicht, dass Simpsons bei Disney Plus laufen und zensiert werden. Alles läuft jetzt bei Disney Plus.
Aber es gab jetzt ein South Park Post-Covid-Special. Richtig, habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe nur die ersten Minuten gesehen und es ist unglaublich lustig. Okay. Da sind quasi die Kinder erwachsen, also Cartman und Stan und so. Cartman ist halt ein Jude geworden und so, es ist unfassbar lustig. Cartman ist ein Jude geworden. Ist ein Jude geworden, das ist unfassbar aber ein, lustig. Das ist eine wichtige Füge und ein Schicksal an dieser Stelle. Aber ich spoilere mich bitte noch nicht, weil ich möchte. Nicht spoilern, es ist nur, ich möchte das auf jeden Fall noch schauen. Ich bin sehr gespannt. Es war in der Vorschau schon zu sehen. Es war in der Vorschau zu sehen, dass Cartman Jude ja, ist. Ja, aber manchmal, guck mal, ja. Ist doch ein Trailer schon ein Spoiler. Die wollen ja die Leute rucken. Ich hätte zum Beispiel eventuell gar nicht gewusst, dass die da gerade alle schon erwachsen sind. Siehst du ja auch in der... Ja, okay. Ja, das siehst du in der Vorschau, aber ich will nicht die Vorschau. Ich will das eigentliche Werk. Mir wurde mal gesagt, als ich für einen Film oder eine Serie Promo machen sollte, dass ich alles verraten darf, was in der Vorschau gezeigt wird. Weil Vorschau ist kein Spoiler. Wurde mir mal so gesagt. Ja, so, damals so war das halt noch anders, als du vor 20 Jahren hier da deinen Scheiß da gemacht hast. Heutzutage, guck mal, die machen sogar in den Trailern jetzt für die Trailer Spoiler in die ersten 5 Sekunden, weil die Leute keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben. Mhm. Da werden die ersten 5 Sekunden Stille und dann fängt erst der Trailer an. So. Und in dem Trailer, es ist wirklich, Spoiler. Nee, es ist wirklich eine übelste Unart geworden die letzten Jahre, dass sie keinen Trailer machen, um so die Stimmung des Films zu vermitteln oder so, sondern einfach von Anfang bis Ende den fucking Film erzählen. Ist im oft Trailer. So, das stimmt übelst schon. Das stimmt schon. Hallo Erdnördchen. Guten Morgen. Das ist ein cooler Name. Was ist das Symbol daneben, dieses Häuschen? Was heißt das? Ach, irgendwas Geiles. Erdnördchen ist geil. Der Nintendo Spoiler zum Beispiel echt viel in den Trailern, siehst du? Ist dumm, wenn du mich fragst. Ist dumm. Und apropos Streamingdienste, wen es ganz hart treffen könnte, wir hatten das Thema schon mal, Pornoportale. Die könnte es hart treffen, immer und immer wieder, rhythmisch. Und zwar auf dem Bildschirm. Nee, es ist vielleicht immer wahrscheinlicher, dass die abgeschaltet werden könnten in Deutschland, weil, oder du musst dich halt verifizieren, dass du halt ein volljähriger Mensch bist. Und das finde ich heftig, es kommen immer mehr Meldungen dazu. Also das werden doch Leute, also ist natürlich ungeil, aber das werden doch Leute machen, bevor... Also wenn jetzt irgendwie Pornhub sagt, yo, also wenn ihr euch jetzt nicht verifiziert, dann machen wir hier Schicht im Schacht, dann wird das doch, also dann wird das doch jeder machen so. Über VPN vielleicht, keine Ahnung. Oh, Alter, kannst du bitte jetzt ein bisschen dich beeilen, Tino? Es ist gerade in Österreich eine Freiheitsdemo. Ich beeile mich die Stunde. Ich würde da gerade echt, also sobald du fertig bist, setz mich in den Flixbus und fahr da 11 Stunden hin, Mann. Mit Maske dann auch unter der Nase. Und ja. So. Ja. Und, oh, Mann, ich... Okay, der Volksmusik... Weißt du, ich sitze hier und mache nichts und die kämpfen da gerade für uns. Für dich und mich. Und weißt du was? Ein Volksmusikstar ist gestorben an Corona. Ja. Nachdem er einen FPÖ-Politiker besucht hat. Ja. Siehst du? Der war in Österreich, ich nicht. Ja, der ist gestorben und zwar heißt der Ludwig Lucky Latzstetter. Ludwig Lucky Latzstetter ist gestorben. Der klingt nicht so lucky. Es gab nämlich ein Treffen zwischen FPÖlern und diesem Sänger und die haben sich gegen Corona geäußert, so gegen die Maßnahmen. Hätten sich mal gegen Corona geimpft. Hallo. Hi. Moin, moin, grüß Gott. Du läufst gleich live durch die Twitch-Kamera, nur als Vorwarnung. Ja. Lässt sich ja nicht vermeiden. Wir sind fast durch und dann gehe ich schnell nach Österreich. Ist das dumm. Es sind echt traurige Meldungen diese Woche. So viele Tode. Jemand, den keiner kennt, erwähnt Tinko, aber den Mirko nicht. Den haben wir ganz am Anfang. Das war die allererste News. Jetzt musst du das wieder aufwärmen, Bruce Aaron. Ich will nach Österreich, verdammt. Die erste Meldung heute war, Mirko Lonchef ist gestorben. Ja, der Downer des Tages, die Meldung der Woche. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir unsere Lieblingshelden in den 90ern hatten. So ein bisschen. Also, ja. Ich kam gerade nicht... Ja. Ich konnte meinen Satz gerade nicht beenden, wie ich wollte. Mirko war schon, aber den Ösi kennt man halt null. Ist ja, so. Ja. Da sieht Toni, das ist der liebste und beste Mensch. Jetzt habe ich das mit Severo Schwedai verwechselt. Bam, 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 bam. Die News klatschen. Und Österreich, typisch. Ja. Falco war wieder in den Charts. Das hast du letzte Woche schon gesagt. Verdammt. Oh, der Falco, der ist so schön, das ist so geil, der macht so schön Musik. Recht. Oh, Falco, nimm mich.
Ich sage es immer wieder, die Falco-Produzenten, die sind raffiniert. Oh ja. Die nehmen die Kohle an. Denn tatsächlich manchmal auch aus einzelnen Gesangsspuren neue Songs gemischt und die als neue Songs verkauft. Das ist raffiniert. Richtig, richtig frech. Flatsch, 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 die Kohle muss an die Kasse flatschen. Wurde das Bein amputiert für 2700 Euro? Nee. Bitte was? Keine Ahnung, von wem denn? Von Merkel? Es ist so geil, Alter. Da gibt's schon wieder eine News aus Amerika, ey. Ilhan Omar, ne? Kennste. Die ist so geil, die ist so schön. Das ist eine muslimische Politikerin. Das ist so geil, Alter. Und da gibt's dann so eine andere, die Lauren Boebert, Alter, die ist so bescheuert. Boebert. Die ist so bescheuert, das ist eine Republikanerin und das ist keine Politikerin. Die macht Stand-up-Comedy, Alter, die steht da vor ihren Leuten und die sagt, och, ich war neulich im Fahrstuhl und da kam die Ilhan Omar rein mit ihrem Kopftuch. Und dann habe ich aber geguckt, sie hatte keine Rucksackbombe dabei, da war ich in Sicherheit. So hat die gemacht, die ist so bescheuert, ich sage es immer wieder. Und aufgrund dessen gab es einen riesen Eklat in Amerika. Das ist wieder so ein Ding gewesen. Das wurde von hinten bis vorne wurde durchgepeitscht. Ich sage es dir. Und dann hieß es, hier, die Ilhan Omar, die hat sich dann vor den Kongress gestellt und hat gesagt, jetzt hört mal hier, hört mal hin. Und da hat die fett eine Voicemail ins Mikrofon gehalten, wie einer sagt, hier, du Scheiße, die ganz viele Sachen, die man auf Twitch nicht sagen darf, das ist nicht feierlich gewesen. Ich sag's, wie es ist. Und wie hieß die Republikanerin? Lauren Boebert. Bekannt aus den Boeberts. Ja, und die macht so Musik. Die hat mal im Lotto gewonnen und jetzt hat die das alles verprasst. Und deswegen, Corona, geh weg! Ja. Hat die geklungen wie Mickey Mouse? Nein. Offenbar schon. Bruce Aaron schreibt, in Österreich hat eine Ärztin das falsche Bein eines Patienten amputiert. Die Strafe waren 2700 Euro. Ist ein bisschen viel, wa? Für so ein Bein. Ja. Auf dem Schwarzmarkt ist das Bein bestimmt mehr wert. Wenn das Bein schwarz war, ist doch Raucherbein. Bestimmt. Ja. Raucherbeine sind ja meistens schwarz. Ich habe von einem Fall gelesen von so einem kleinen Kind, der hatte irgendwie Augenkrebs oder so und war ein Riesenfan von Drake und wollte halt Drake kennenlernen. Deswegen hatte der auch. Egal. Nee, aber dann haben die aber Drake Bell eingeladen von Drake und Josh, also den falschen Drake. Ach, witzig. Dann kam Drake Bell die Tür rein und angefangen zu heulen, der Junge. Nee, nicht der. Ja, aber der hatte Augenkrebs, der hätte es gar nicht erkennen können. Auf einem Auge. Ach so. Und es war nur eins und später ist er gestorben, weil die das falsche Auge rausoperiert haben. Was? Der Junge hatte echt ein bisschen Unglück. Was? Das ist hier dein Lucky aus Österreich, Mann. Hab ich gelesen. Okay. Ja, aber also, ne, das ist schon hier, es kam jetzt gerade beim Assi-Todi vielleicht nicht so rüber, aber das ist schon... Ja, es ist so ein rassistischer Scheiß von den Repis, also weiß nicht, es überrascht mich nicht. Es ist halt immer wieder klar, dass das dann so, das ist dann so eine Partisan-Issue, weißt du? Also... Hey, das ist, da wird eine muslimische Politikerin irgendwie angefeindet und ihr der Tod gewünscht und bla, du hast nicht mehr lange zu leben. Also richtig harte, also es war ja nur eine von vielen so. Und das wurde direkt geschürt durch diese andere, die da so Stand-up macht. Die hat sie auch Jihad Squad oder sowas, weil die heißen, das ist so ein Bündnis aus vier so Politikerfrauen und die heißen, nennen sich halt The Squad oder so. Und deswegen war das so ein ganz schlechtes Wortspiel mit Haha Jihad Squad. Und aufgrund dessen hat die halt übelst viele Hassnachrichten gekriegt. So. Einfach dumm. Es gab noch so einen Rapper, der hieß auch Jihad. Mhm. Und ich dachte immer, die meinen den. Ich erkläre dir den Jihad. Dachte ich immer, die wollen den Rapper erklären. Habe ich nicht verstanden als Jugendlicher. Sehr gut. So schnell kann es gehen. Aber wenn man den Gag mal umdreht, ja, wenn man jetzt mal sagt, irgendwie eine Weiße und eine Muslimin gehen Fahrstuhl. Und die Muslimin würde dann sagen, ha, dann kam die Weiße in den Fahrstuhl, die Blonde, und hatte kein Hakenkreuz auf der Stirn, hat mich nicht gleich vergast hier, hab ich ein Glück gehabt. Mhm. Der hätte sie gleich wieder gesagt, oh, die Nazi-Keule rausholen und, ja. Nur ja. Umdrehen, Leute. Naja, ich hab, da wirst du jetzt nämlich widersprechen. Ich hab die Woche so ein Musikvideo gesehen. Nein, hast du nicht gesehen. Doch? Nein, ich widerspreche dir jetzt hiermit. Das hast du nicht gesehen. Und das ist überhaupt nicht bekannt. Ich kann es dir vielleicht hier mal zeigen, aber... Moment, wer hatte mir das geschickt? Das war Olja aus Russland. Die hatte mir das geschickt. Mal gucken, wie viele Aufrufe das jetzt hat. Ja, 17.000 Swiss
und die linksradikalen Schlagerstars. Ach so, als wenn, der Nazi brennt, ne? Genau, ach, das kennst du wieder, ne? Ja, habe ich nebenbei gehört. So, und jetzt guck mal, da ist nämlich ganz am Anfang ein Bild von Björn Höcke, das brennt. Ja. So. Das ist ein Zufall. Also, wenn das jetzt ein Bild von, selbst wenn es nur Merkel wäre, ja, und das würde brennen, da würde Deutschland vielleicht sagen, oh, findet man vielleicht nicht so gut. Es ist ja erstmal faktisch so, der Text geht ja, Advent, ein Nazi brennt. Mhm. Und man darf ja Höcke laut eines Gerichtsurteils Faschist nennen. Es geht ja nicht mal in dem Text um Höcke, es geht in dem Text um jemanden, der ein Asylheim anzünden will, aber aus Versehen sich selber anzündet. Da gehe ich mit, ist witzig, ja. Ja. Aber so ein Bild von Höcke anbrennen, also ich sage jetzt auch nicht unbedingt, dass man es nicht machen darf. Höcke oder ist ein geistiger Brandstifter. Ja, aber ich dreh's doch nur mal um. Was weiß ich, wenn jetzt irgendwie, wenn Höcke ein Video posten würde, wie er ein Bild von Gregor Gysi anzündet oder so. Ich sehe jetzt hier gerade ein Bild. Guck mal, da ist Höcke in einem Porträtrahmen und daneben sind Kerzen. Ja. Und das Bild brennt. Und ich sehe einen Menschen, der das Bild anzündet. Ja. Da sehe ich wiederum einen Menschen, der einfach das verwechselt hat. Er wollte die Kerzen anzünden, hat das Bild angezündet. Aber gesehen. Die Kerzen brennen ja auch, Tino. Ja, weil es ihm aufgefallen. Ach, fuck. Daneben. So. Ganz einfach. Ja, du immer deinen radikalen Leute hier am Rechtfertigen, ne? Naja, es ist ja auch ein Lied von Swiss und die anderen. Und ich finde Swiss jetzt nicht so geil. Mhm. Die haben einen coolen Song gemacht, der linksradikale Schlager. Der ist lustig irgendwie, aber es ist auch kein geiler Typ und ich mag den persönlich einfach nicht so. Aber ich muss sagen, da es ja meine Meinung ist, irgendwie, was sie da vertreten, so zu großen Teil zumindest. Ja, aber bist du dafür, Höcke anzuzünden oder bist du dafür, den eventuell beobachten zu lassen und gegebenenfalls ins Gefängnis zu stecken, wenn da mal Dinge passieren, die nicht die im rechten Rahmen sind, aber nicht im rechtlichen Rahmen sind? Erstmal war es ein goldener Rahmen rundherum. Ja. So. Ich finde, ein Bild darf man anzünden von Höcke, weil es einfach ein Bild ist. Okay, und was? Und danach ihn ins Gefängnis sperren. Was ist, wenn das ist ja die Band des Podcasts hier irgendwie, wenn Lanzer Comeback feiern und ein Gregor Gysi-Bild anzünden? Oder von mir aus auch, wie heißt hier dein Darling? Ich komme gerade nicht auf den Namen, hier Thüringen. Bodo. Bodo. Rami Bodo. Ja? So, wenn die wiederkommen, Comeback machen und sagen, hier. Hurra, hurra, ein Bodo brennt. Das dürfen die, glaube ich. Das ist nicht mal irgendwie strafrechtlich relevant. Aber das fändest du nicht cool, oder? Ich find's nicht cool. natürlich nicht. Also ich finde die auch nicht cool, wenn irgendwie Höcke verbrennen. Müssen die auch nicht cool finden. Okay. Ich sag ja nicht zu Höcke, ja, das musst du aber jetzt gut finden, dass wir dich ja anzünden. Sag ich ja nicht. Sag nur, wir dürfen das. So. Man darf es dürfen, aber man muss es nicht gut finden. Meinungsfreiheit ist keine Einbahnstraße. Ja, gut. Ich wollte es nur mal hier in den Raum werfen. Und Höcke ins Gefängnis sperren, weil ich es gerade gesagt habe, nur wenn er was Böses gemacht hat. Ja. Also nur dummes Zeug labern ist nicht gleich irgendwie strafrechtlich relevant. Aber wenn er irgendwie das Volk verhetzt und so, dann kann man schon mal Strafen aufbrummen. Meine Meinung. Sie haben heute Abend ein Volk verhetzt. Wir werden da jetzt eingreifen. Wurde ja seine Immunität aufgehoben letzte Woche und so. Mhm. Ist er dann Corona erkrankt, höhö, lustig. Und wegen Immunität. Aber es ist wieder abgewiesen worden. Also so eine linksradikale Diktatur können wir gar nicht haben, wenn die immer abgeblockt werden, die Anzeigen gegen Bernd und Co. Ja, hast du noch ein ganz wichtiges Thema? Ansonsten ist nämlich die Stunde fast rum und wir müssen... Seitdem wir online gingen, aber nicht seitdem das stimmt. Anfing zu podcasten. Wahrscheinlich waren das 5 Minuten später, da hast du ungefähr, recht. Ungefähr, vielleicht sogar 10, ich bin mir nicht ganz sicher. Na dann hau noch einen raus, so einen richtig fetten Otto. Habe ich noch einen fetten Otto? Ich weiß gar nicht, ob ich noch so einen fetten Otto habe. Oha. Kurztritt zurück, Joko und Klaas habe ich stehen. Ein Pornoportal droht. Ich habe gar nichts mehr Großes tatsächlich. Ja, dann weiß ich nicht, ob der Chat hier gerade funktioniert, wenn der noch was hat. Länger machen, sagt Nougat Bits. Was hat dich die Woche beschäftigt? Aber wir können ja schon mal die Wertung der Woche so ein bisschen einpegeln und ich muss sagen, ging mehr, oder? Ja, also ich fand Merkels Zapfenstreich schon krass, weil darauf hat man halt gewartet, 16 Jahre lang, also die Gegner von Merkel drauf gewartet. Und es wurde offiziell ihre Amtszeit beendet. Wie hier alle reinkommen und sagen, Mirko Nonchef ist tot, Alter, der einfach, wer ist dieser Mensch, erstens? Der war ein Riesenstar. Und zweitens, warum ist das für euch so ein Ding, Alter? Der war ein Riesenstar in den 90ern. Ich kenne den nicht, Alter. RTL Samstagnacht, Mirko Nonchef, na klar. So, du hast Zahlen gehen ein bisschen runter, sowas kann man melden. So.
Weißt du, du hast halt Jackass geguckt, weißt du, wie irgendwelche alten, mittelalten Männer irgendwelche Kerzen in den Arsch stecken. Ja, und das so. Ist witzig, das ist Humor. Ich muss leider nochmal stören. Ja, easy. Viel Spaß den Zuschauern. Ja. Ebenso. Der war halt ein Riesending für mich. So. Ich, ja, was soll ich sagen? Merkel muss weg, wurde ja lange gerufen. Jetzt ist es passiert, ob die Leute jetzt endlich die Schnauze halten ja, oder... Ja, Merkel ist weg. Guck mal auf die aktuellen Corona-Zahlen. Weil wird jetzt Merkel-Diktatur eigentlich immer noch verwendet oder ist jetzt Scholz-Diktatur? Oder? Dumm. Die Zahlen sind leicht rückläufig, ja, aber insgesamt steigt es schon. Aber die Hospitalisierungsrate sinkt ein bisschen, bundesweit zumindest. Aber hier Weimar ist am Explodieren, wir haben eine Inzidenz von 1000. Geil, das ist auf jeden Fall noch nie da gewesen, wir feiern das bitte jetzt. Und wir haben auch kein Intensivbett mehr frei heute. Also wenn wir heute einen Unfall haben, müssen wir nach Gera oder so. Ja, Tino, dann können wir heute doch keinen akrobatischen Kamasutra-Sex machen. Schade. Ja, schade. Und bei LOL war ja auch großartig, Mirko Nonchef. Guck, schreiben sie auch in den Chat. Ja, das habe ich ja nach wie vor nicht geschaut. Ich weiß, schau es dir an. Ja, es ist lustig. So lustig. Warum hat eigentlich noch niemand, bevor ich gestreamt habe, das Wortspiel Weihmachten gemacht? Der Weihnachtsmarkt wurde ja auch erfolgreich wieder abgebaut, bis auf die Eisfläche. Stimmt. Weil die Eisfläche als ein Draußen-Event gilt oder sowas. Dumm. Aber ich glaube, rechtlich gesehen dürften die es alles beibehalten, wenn sie es umbenennen. Der Weihnachtsmarkt ist verboten. Ich habe gehört, in anderen Städten haben sie es einfach nur umbenannt, in Wochenmarkt. Da durften die das machen. Dumm. Aber was nicht dumm ist, ist Tino. Tino, du bist so toll. Sag ich jetzt das sagst mal. Du viel zu selten. Sag ich jetzt mal, wie es ist. Ja. Was? Kannst du nicht, achso, ich komme mit den ganzen Twitch-Alerts nicht klar, aber du hast den Überblick und du weißt, was passiert. Wir müssen noch Hörerwünsche machen. Die Eisfläche ist ein Draußen-Event, genau wie der Löffel in Drinbesteck ist. Mhm. Richtig. Ja, Hörerwünsche, gib es auf die Ohren. Was gibt man letzte Woche? Was gibt man denn der Woche auf die Ohren? Vielleicht eine 4? Also Nonchef ist für mich schon eine Riesenmeldung, aber... Ich wollte gerade sagen, ich würde vielleicht höher gehen, dann hast du das gesagt, dann wollte ich gleich wieder runtergehen. Ja, aber ich finde trotzdem insgesamt gesehen so, war es echt so eine 4. Aber woran ist der jetzt nochmal gestorben? Wissen sie nicht genau. Wissen sie nicht? Also noch nicht, also es ist noch nicht veröffentlicht worden. Die Meldung kam erst heute Morgen oder heute Mittag. Und es gab die Vermutung, dass es Corona war, aber man weiß es noch nicht genau. Ja toll, das ist ja die Ursprungsvermutung jetzt erstmal. Vor allem sitzt Tino da auch aufrecht und verfolgt den Chat aktiv, während Rob nur gelangweilt auf der Couch dahin vegetiert. Er ist ja auch gewohnt jede Woche, ja, zweimal die Woche. Also auch für unsere geneigten Podcast-Hörer, die das gerade hier nicht sehen, ich liege halt immer so da, weil es einfach bequem ist. Ist doch geil. Und ich sitze halt so da, weil ich aufmerksam und cool bin und einen gesunden Rücken haben will. Ja. 4 würde ich jetzt sagen. Ja, also 4,5 würde ich sogar mitgehen für deinen Mirko. Nee, eigentlich nicht für deinen Mirko, sondern für, guck mal, Merkel geht. Ja, das passiert nur alle 16 Jahre. Kuchen-TV, ja, vielleicht ein bisschen mehr von mir aus. Ja, das Kuchen-TV-Ding, das war so weird, Alter. Das ist von hinten bis vorne so dumm alles. Oh. Die Wohnung sieht besser aus als Robins. Also ich glaube übrigens, also habe ich das letzte Woche gesagt? Ja, ne? Also, dass er das ursprünglich gemacht hat, ist meine Verschwörungstheorie, um davon abzulenken, dass gesagt wurde, hey, du hast hier Hacker engagiert, so, um mich hier zu doxen und komplett aus dem Leben zu pochen. Ah, es war eine, okay, das wusste ich nicht. Und jetzt aber habe ich eher die Vermutung, also dass das die Wahrheit war und er jetzt zurückrudert, damit er nicht als Frauenschläger dasteht und jetzt ist halt so eine ungewisse Situation ist. Mhm. Oh, ist das, hat das gemacht, hat das nicht gemacht? Also es ist und vor allem will ja Gina auch nichts dazu sagen, weißt du, das ist auch nochmal verdächtig. Sie könnte ja auch sagen, sie, sie hat ja einen Stuntman abgegeben, das letzte, also beim letzten Video schon, jetzt nicht nochmal, jetzt heißt es nur halt die Schnauze. Aber das Ding ist auch, dieses ganze, das neue Video, das heißt irgendwie, ich habe mega Scheiße gebaut oder Mist gebaut oder bla auch immer, dass er das so darstellt, das ganze Video über, als hätte er das gar nicht gemacht. So, das Schlagen. So, und am Ende, also dieses ganze Video wirkt wie, ja, eigentlich ist doch hier die Gina die Böse, so. Aber am Ende halt dann so, ich sag jetzt nicht, wer was gemacht hat, ob ich jetzt hier geschlagen habe oder sie gelogen, das sage ich jetzt mal nicht. Also, das ist alles, also ganz, ganz komisch. Und ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt.
wenn die miteinander wieder klarkommen und es sich nicht wiederholt und so, ist doch alles tippitoppi so. Eine Meldung gab es noch diese Woche, dass diese Penny-Doku in die nächste Runde geht und jetzt online gegangen ist, der erste Teil. Kennst du nicht? Nee. Du kennst die Penny-Doku nicht. Ach du Scheiße, Tino. Das ist ja ein schlimmeres Loch, als LOL nicht geguckt zu haben. Glaube ich nicht. Was ist denn die Penny-Doku? Gibt's also da gab es ursprünglich Markt? Eine, ja, also auf der Reeperbahn, vor 20 Jahren gab es so eine Doku, die übelst beliebt war auf YouTube. Jeder hat reacted und da gibt es jetzt ein Follow-up und das ist sehr depressing im Vergleich zu dem damals. Also damals war es so, ha, guck mal diese ganzen lustigen Gestalten und jetzt war es mehr so, guck mal diese ganzen zerstörten Existenzen. Ah, okay. Und das ist ja auch erst der erste Part, vielleicht wird der zweite noch witziger, aber ja. Also ist natürlich trotzdem irgendwie noch gut und entertainend, aber das ist alles so, da ist dann halt ein besoffener Obdachlose, der nicht allein aufstehen kann und dann sein Bier umkippt und so. Ja, ist nicht ganz das gleiche wie irgendwie der Seefahrer in der letzten. Aber guck's dir vielleicht mal an. Warum nicht? Ich gebe noch eine Empfehlung raus für die Menschen, die nach Weimar kommen. Bis zum 28.01. gibt es noch eine tolle Ausstellung im C-Keller. Der Bitcoin ist auch um 40% gefallen, sagt Server-Test hier gerade. Der ist gefallen. Woo, woo, woo. Da können wir uns jetzt sicher sein, dass Simon Kretschmer wieder keine gute Zeit hat. Wer ist das? Na, der von Rocket Beans. Ach so. Ja. Ach, okay, verstehe, ja. Spiegel haut die Clown-Dokus auch raus. Clan. Die Rion, hallo Rion, die sagt jetzt, dass es danach klingt, als hätte er sie wirklich geschlagen. Also mir ist es ehrlich gesagt egal. Ach, Rion Kuku ist online. Ja. Oh, schön, dich zu sehen. Ja, super cool. Ja, der Bitcoin und so. Ich habe ja ganz viel davon. Ausstellung in C-Keller in Weimar. Ganz kurz Werbung machen. Shiny heißt sie. Guckt sie euch an, ist echt gut. Was ist das für eine Ausstellung? Da geht es um Latex und Fetisch. Hm. Ah, das kenne ich. Man kann Brüste sehen und Penisse. Also einen Penis und ein paar Brüste. Oh. Hm. Ich freue mich persönlich immer, wenn der Bitcoin fällt. Was fällt schneller, die Corona-Zahlen oder der Bitcoin? Aktuell Bitcoin. So, geil. Ich bin sehr fröhlich, muss ich sagen. Ja, das habe ich gesehen. Gut, da liegt immer noch bei 40.000 Euro. Jetzt geht der Alert oder was? Warum ist Robin so fröhlich? Weil du rein subscribest, Jochen. Gefallener Bitcoin ist gleich günstiger einkaufen, sehe ich da, oder? Nee. Man kann es nicht ganz sehen. Ja, erst wenn die nächste Chat-Nachricht ist, dann kann man es richtig sehen. Wenn ihr halt so online Drogen bestellt oder irgendwelche Hitmans engagiert oder Hitwoman engagiert, dann ist es günstiger, wenn der Bitcoin gefallen ist. Dann ist die Inflation, weißt du, und so. Und dann, ja. Blabla. Gut, 4,5 gehen wir der Woche günstiger nachkaufen. Ach so, ja, lol. Dann jetzt buttert eure ganze Existenz in Krypto rein. Die ist nämlich umweltfreundlich. NFT ist Zukunft, habe ich gelesen. Mhm. Geil. Jetzt ist auch noch die Kamera ausgestiegen. Also, es wird ja immer besser. Ja, es passt perfekt, oder? Ja, gut. Leute, es war mir ein richtig saftiges Vergnügen, von der Datenautobahn live zu berichten. Ich hole jetzt gerade meinen Penis raus übrigens. Aber ich könnte es halt nicht mehr sehen, leider. Tut mir leid. Ich hau kurz auf den Tisch. So. Scheinbar haben wir auch so ein kleines bisschen Delay. Das heißt, die Leute sehen das jetzt noch nicht. Egal. Leute, es war mir ein Vergnügen. Das war die 140. Ausgabe. Mit einem lange vorbereiteten Special. Wie zur Hölle ist denn die Kamera jetzt ausgegangen? Was ist denn nur heute los, Alter? Das geht doch gar nicht. Wahrscheinlich, weil die Bitcoin-Rate gefallen ist. Und jetzt muss die Kamera erstmal neu handeln. Ja. Danke. Danke, Jochen. Danke alle fürs Zuschauen. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Denn die Technik will nicht mehr, das Internet will nicht mehr, Tino will vielleicht noch, aber ist mir egal. Ich chille. Witzig, witzig. Auf Wiedersehen, die Musik ist so laut. Tschüss.